Herzlich willkommen zur dritten Pressekonferenz hier bei der Piratenpartei Deutschland in Wolfenbüttel am 27. August. Fast ist der Bundesvorstand jetzt komplett. Es werden noch weitere Wahlen stattfinden. Aber wir haben schon mal den ersten Bundesvorsitzenden, Patrick Schiffer, zu meiner Rechten. Dann den stellvertretenden Bundesvorsitzenden oder wie wir sagen, den zweiten Bundesvorsitzenden, Carsten Savosch, wiedergewählt. Auch wiedergewählt ist Christos Tingliotis als politischer Geschäftsführer. Neu gewählt im Bundesvorstand ist Michael Bahr als Generalsekretär und wiedergewählt in den Bundesvorstand, aber als jetzt Schatzmeister, vorher stellvertretender Schatzmeister, Lothar Kraus. Wie habt ihr, das ist die erste Frage, die an Patrick Schiffer geht, wie habt ihr diesen Tag jetzt im Resümee für euch empfunden? Naja, gut, für mich war es natürlich erstmal sehr aufregend, vor allem in der Kandidatur bis zu dem Zeitpunkt, als ich von meiner Wahl erfahren habe, über die ich mich sehr, sehr gefreut habe, auch über das Vertrauen, was ich sehr, sehr ernst nehme und ja, dem natürlich auch gerne entspreche. Ich freue mich über die neuen Kollegen. Ich kenne ja alle soweit, also aus der alten Zeit im Bundesvorstand. Ich denke, ich kann mit jedem gut zusammenarbeiten. Ich glaube, die Kontinuität, die wir dadurch bekommen, dass auch wieder Leute wiedergewählt worden sind und aber auch mal frische Leute im Vorstand, ergeben eine ganz gute Mischung. Und wir werden uns morgen dann mal in aller Ruhe zusammensetzen und uns beraten, was jetzt als nächstes so alles ansteht. Carsten, wie war der Tag für dich? Ich habe es vorhin ja schon gesagt, es war recht emotional und eben ja auch also bis zum Schluss, kann man jetzt ja quasi sagen. Grundsätzlich kann ich das nur bestätigen, was Paki gerade gesagt hat. Wir haben das große Glück, dass wir, nicht weil ich jetzt selber davon betroffen bin, sondern wir halten ein Wissen in diesem Bundesvorstand über die Abläufe, über das Formale. Da brauchen wir nicht große Kämpfe ausfechten, sondern wir können quasi direkt zum Tagesgeschäft übergehen und können weitermachen. Das finde ich sehr positiv. Das verringert nämlich meine Einarbeitungszeit massiv. Und wir brauchen nicht 3 Monate, um herauszufinden, wie dann bestimmte Abläufe funktionieren können. Mhm. Und ja, fürs Politische, ich bin sehr gespannt und freue mich auf die kommende Zeit. Apropos politisch, wir sind beim politischen Geschäftsführer. Wie sieht er den heutigen Tag? Ich bin froh darüber, dass wir im Endeffekt trotz Besetzung von einigen Posten, neun besetzten Posten, es geschafft haben, es nicht ganz emotional zu machen, dass wir es nicht negativ gemacht haben. Wir haben es hingekriegt, dass wir es nach außen so weit vertreten, dass jetzt der neue Kollege, der Herr Schiffer, der Patrick, angekommen ist. Der ehemalige Sekor wurde nicht gebasht, wie es mal früher war. Es wurde bedankt. Es ist eine Kultur entstanden, wo ich froh darum bin. Ich bin im Endeffekt auch froh darüber, dass wir jetzt eine neue Mischung haben. Ja, es war emotional. Es ist interessant. Ich kenne jetzt Paki, keine Ahnung, 6 Jahre, 5 Jahre. Also wir kennen uns ja seit langer Zeit und ich kenne ihn, er kennt mich. Wir wissen, wie wir beide ticken. Und ich denke mir, gerade in der politischen Ausrichtung kann das in Zukunft positiv funktionieren. Ich habe mich mit einigen NGOs dann noch unterhalten. Und die sind im Endeffekt mit der neuen Zusammensetzung des Gesamtteams froh. Und auch viele Piraten sind im Endeffekt auch froh, dass wir den Schritt begangen haben, dass wir jetzt den Weg mit Paki gehen. Michael, du bist neu im Vorstand. Wie hast du deine Wahl empfunden? Nervenaufreibend. Es war nervenaufreibend. Ich hatte nach dem ersten Wahlgang mich innerlich abgefunden, dass ich mit 4 Stimmen unterlegen war. Ich habe mich gefreut, dass viele Menschen für mich gestimmt haben. Das hat mich wirklich überrascht. Ich habe das nicht erwartet, dass es jetzt zu der Nachwahl kam. Ja, es war das Zerrt. Und deshalb seht ihr mich jetzt auch nicht so freudig, war super glücklich. Ich muss das jetzt erstmal alles verdauen und ich brauche Schnaps. Ja. Das kriegen wir hin. Lothar, wie geht's weiter bei dir? Ja, erstmal fand ich die Versammlung sehr gut. Ich habe eine sehr schöne positive Stimmung gemerkt und das macht doch sehr hoffnungsfroh. Jetzt mit der Arbeit weiter wird natürlich jetzt Kontinuität angesagt sein in der Schatzmeisterei. Wir haben Dinge begonnen in der Kostenreduktion, jetzt müssen wir die Einnahmesituation entsprechend auf die Reihe bekommen.
Und es wird mit einem neuen Team bestimmt eine spannende Zeit dann da werden. Und ich bin sicher, dass wir gut zusammenarbeiten werden. Insgesamt, wie sieht für euch der nächste Fahrplan aus? Das heißt also die nächsten Tage, 2-3 Wochen. Wird es ein Teambuilding geben, wie das frühere Bundesvorstände gemacht haben? Wie läuft es? Was stellst du dir vor, Patrick? Also zunächst mal würde ich mich dann, wenn wir alle Mitglieder im Bundesvorstand gewählt haben, morgen Nachmittag komplett in eine Teamsitzung zusammensetzen, auch erstmal nicht öffentlich, erstmal uns beschnuppern, uns auch gegenseitig vorstellen und auch mal so ein bisschen anhören, was so die Einzelleute sich vorstellen. Und dann geht es natürlich als nächstes los damit, die Geschäftsbereiche zu verteilen, einzuteilen, Zugänge zu dem OTRS, zu allen möglichen Tools, die wir so nutzen. Da findet wahrscheinlich dann auch noch die ein oder andere Schulung und Informationen, der Informationsaustausch statt. Und dann geht es in die Terminplanung für die AGH-Wahl. Ich habe heute schon den ersten Termin festgemacht in Niedersachsen, in Hameln mit der Claudia. Wir werden uns absprechen, wer wo eingesetzt wird, wer welche Termine macht in den einzelnen Wahlkämpfen, weil wir jetzt bis zum 18. August ein strammes Programm haben. Mhm. Und ich denke mal, dass wir nach der Berlin-Wahl dann ins wirkliche Tagesgeschäft übergehen und die, ich sag mal, längerfristigen Ziele angehen und über unsere Zusammenarbeit dann nochmal in der Klausur uns zusammenfinden und diskutieren. Ja, denke ich mal. Ich glaube, dass ich da auch in eurem Interesse... Also ich habe als solches habe ich die nächsten... Ich persönlich habe ab im Endeffekt Montag terminlich bin ich voll. Also ich bin in... Montag bin ich in Göttingen, Dienstag bin ich in Mecklenburg-Vorpommern und so weiter. Ich will jetzt nichts irgendwas untereinander bringen, also ich bin voll und ich brauche morgen den Tag mit dem Team, dass wir miteinander uns beschnuppern, dass es da keine fatalen Sachen gibt. Es gibt ja ein, zwei Leute, die zwar neu sind, aber die Funktionalitäten in solchen Gremien kennen. Also ich habe keine Zeit, um jetzt irgendwie... 3 Wochen da irgendwie sonst was. Wir haben noch den, wir dürfen eins nicht vergessen, wir haben Berlin, die 10-Jahres-Feier, wir haben danach AGH, es ist nicht ohne. Mhm. Und wir brauchen aus meiner Sicht eine konstituierende Sitzung, wo wir damit, also am Wochenende, klar, sagen, ich persönlich würde eine Änderung dazu, aber das werde ich dann intern sagen, ein paar Änderungen machen wollen, aber das ist intern, was wir dann besprechen müssen. Kurt! Ich habe noch gar nichts gesagt. Also ich würde gerne noch was ergänzen zu der Öffentlichkeitsarbeit. Natürlich werde ich mich morgen mit den Leuten aus der Presse und Öffentlichkeitsarbeit zusammensetzen. Das haben wir schon geplant, um den weiteren Werdegang, Vorgang, wie auch immer wir da zusammenarbeiten, zu besprechen. Es wird sicherlich einige Sachen geben, die wir in Zusammenarbeit mit dem Berliner Landesverband machen, jetzt in den nächsten 3 Wochen. Ich habe auch geplant, die letzte Woche vor der AGH-Wahl komplett in Berlin zu verbringen und da möglichst viele Pressetermine zu machen, die Bundespresse, Journalisten eben kennenzulernen. Da werde ich dich, Harry, auch dann nochmal dazu holen, dass du mich mal ein paar Leuten vorstellst. Ich muss mit SECOR sprechen, inwieweit da eine Übergabe stattfindet, dass wir da die Kontakte und so weiter abgleichen. Ganz viele Gespräche, ganz viel auf den Stand bringen, was ist gelaufen, was steht jetzt an? Ja, wie gesagt, es ist halt wichtig, dass wir, also ich werde die Arbeit weiter fortführen in Zusammenarbeit mit dem Team. Die Termine, was ich vorhin sagte, sind halt in Niedersachsen, AGH, Mecklenburg-Vorpommern und das ist halt für uns entscheidend und das wird sehr stressig werden. Nach der AGH-Wahl kommt für uns Bundestagswahl, aber wir haben ja erfahrene Campaigner jetzt dabei, die vernetzt sind und wo ich der Ansicht bin, wir haben positive Möglichkeiten, weil wir auch Fachleute sind. Paki und ich sind erfahren in diesem Bereich. Wir sind nicht immer einer Meinung, was Campaign angeht, aber wir sind erfahrene Leute da drin und ich bin da der Meinung, in diesem Fachbereich kann man mit Paki sehr viel gewinnen. Also ein volles Programm, mittelfristig, langfristig. Was ist denn heute Abend noch geplant? Man schaue bitte auf meinen Twitter-Account, da steht es. Entschuldigung. Wir gehen feiern. Das ist jetzt 21 Uhr. Strandbar. Und ins Bett, ne? Das Haufen. Ja, Bett. Ich wiederhole. Ich bin auch schon zu lange wach.
dieser Herr Kollege der 2V ins Bett gehen. Er sagt wirklich ins Bett gehen. Ich bitte euch, ihr kennt ihn, das wird er nicht machen. Gibt es hier noch Fragen? Ich habe eine Anmerkung und eine Frage. Wir hatten heute zum ersten Mal wirklich intensiven Kontakt mit NGOs auf einem Bundesparteitag. Wir haben mehrere NGOs eingeladen, wie Mehr Demokratie, Digitalcourage und den Berliner Wassertisch. Wir haben hier auch eine kurze Aufzeichnung gemacht, wo wir miteinander gesprochen haben, wie man die Zusammenarbeit für die Zukunft vielleicht verbessern kann, wie man Dinge tun kann. Wie seht ihr das für die Zukunft, die Connection zu den NGOs? Also bei Greenpeace zum Beispiel weiß man, die mögen nicht mit Parteien arbeiten, weil sie wirklich nicht an irgendwelche Organisationen gebunden sein wollen. Es gibt aber natürlich NGOs, mit denen wir Überschneidungen haben und die sehr gerne mit uns arbeiten wollen. Wie seht ihr das, das zukünftige Zusammenwirken mit denen, vielleicht der Paki zuerst? Finde ich super. Haben wir ja in NRW zusammen auch schon angefangen und würde ich so weiter fortsetzen wollen. Also das zeigt halt einfach auch, dass wir Impulse brauchen aus der Zivilgesellschaft und aus der neutralen Position von NGOs. Es ist wichtig, dass wir mit denen in Kontakt halten, dass wir denen auch zeigen, wir nehmen euch wahr, wir kooperieren in irgendeiner Form. Das ist ja mit den unterschiedlichsten NGOs auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und wie gesagt, mehr davon. Also gerade je politischer die Statements auf den Parteitagen sind, desto besser. Also es ist sehr wichtig. Ich habe ja natürlich auch Kontakte wie, was weiß ich, Bund, NABU, Brot für die Welt und so weiter. Das sind ja alles NGOs, die ich in Kontakt oder die man mich kennt, wie man auch miteinander kommuniziert. Ob ich jetzt unbedingt, ich schätze die Arbeit für Brot für die Welt, die Leute, die kenne ich auch. Ob ich jetzt einen Referenten hier einladen wollen würde, kann man machen. Wenn er das wollt, sagt mir Bescheid und dann haben wir es halt nächstes Mal. Aber ich finde halt die Richtung, ich habe mich gefreut, alte Bekannte wie Wassertisch zu sehen, die ich seit Jahren kenne. Ich habe mich auch gefreut, Padelun, die kennt man halt und man trifft sich immer und überall. Ich habe mich auch über mehr Demokratie gefreut. Es war für mich schön und es gibt einige, die da auch noch sind. Es gibt natürlich auch Kontakte zu Ortsgruppen, CCC, diverse. Da gibt es also wir sind am Abarbeiten, dass es da in die Richtung geht und ich bin da zuversichtlich. Wenn ihr was wollt, gar kein Problem. Gibt es noch weitere Fragen, bitte? Sonst haben wir jetzt 10 Stunden Bundesparteitag in Wolfenbüttel hinter uns. Das sieht man vielleicht auch unseren Gesichtern an. 34 Grad draußen, drinnen, zum Glück keine verhitzten Debatten. Vielen Dank fürs Kommen und einen guten Abend. Danke. Danke dir, Olaf, für deine Arbeit.